Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Okay, nee, das hat sich nicht gut angehört. Ich glaube, ich bleibe bei meinem alten Intro. Yo Leute, was geht? Flakes hier und willkommen zu einer neuen Account-Vorstellung auf meinem Kanal. Heute werden wir einen Account von einem Zuschauer auf Twitch von mir vorstellen. Er hat mir gesagt, er spielt noch nicht so lange Fortnite, aber ich muss seinen Account unbedingt bewerten, denn er hat eine kleine Überraschung für mich auf diesem Account. Vielleicht schaffen wir auch heute die 50 Likes. Gestern haben wir die 20 Likes geschafft. Wenn ich weiterhin Accounts vorstellen und bewerten soll, lasst jetzt ein Like da und ein Abo. Viele von euch schauen meine Videos, aber abonnieren mich gar nicht. Deswegen lasst jetzt ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. So, wir sind hier in der Lobby und ich bin jetzt mega gespannt, was mich hier erwarten wird. Wir sehen, er ist Level 241, hat 3234 Barren am Start und leider 0 V-Bucks. Das war's mal wieder komplett. Ich glaube, du solltest dir mal deine V-Bucks aufladen. Das wäre natürlich sehr, sehr schmackhaft, um meinen Creator-Code eintragen. Nein, natürlich Spaß, Leute. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wir gehen direkt mal auf die Karriere und checken mal das Konto-Level ab, Leute. Konto-Level 2749. Hat ein höheres Konto-Level als ich. Und du sagst mir, du spielst noch nicht so lange Fortnite. Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen, Bro? Dann bin ich mal gespannt auf die Siege. Wir gehen auf die Siege und gucken mal. So. Solo 125, Duo 102 und Team 273. Das sind ungefähr, sage und schreibe, 500 Siege. Bin kein Mathe-Genie. Schreibt mir mal eure Siege, eure Gesamtsiege in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, ob jemand von euch vielleicht die 1000 Siege schon hat insgesamt. Ich natürlich noch nicht. Ich habe, glaube ich, um die 900 oder 800 inzwischen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf den Spind. Er hat es natürlich ehrenvoll gemacht und hat alles auf Standard gesetzt. Zieht euch das mal rein. Einfach hier 5 mal oder 6 mal hier Tanzschritte am Start. Wie nice sieht das denn aus, Leute? Und wir sehen hier unten direkt original klassisch. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und wir gehen jetzt mal erstmal direkt auf die Banner und checken mal ab bei Standard, ob er hier den OG Battle Bus Banner vielleicht doch am Start hat. Wäre natürlich mega nice. Oder den World Cup Banner. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es einen seltenen Banner gibt. Der heißt irgendwie Alpha Tester. Den haben sehr, sehr wenige. Keine Ahnung, wie der aussieht. Muss ich mich mal schlau machen. Aber bis jetzt habe ich hier noch nichts gesehen. Wir sehen hier den blauen Knappen. Aber sonst nichts. Da oben habe ich die OG Double Pump gesehen. Irgendwo hier müsste die sein. Genau hier ist sie. Wir wählen, glaube ich, einfach mal die OG Double Pump aus in schwarz. Let's go. Leider kein OG Battle Bus Banner am Start. Dann gehen wir mal auf die Musikschallplatten. Sortieren und filtern. Insgesamt 70 Stück. Und gucken mal hier alle durch, ob er vielleicht den OG Remix hat. Wäre natürlich mega nice, wenn du den auch hättest. Ist einer meiner Lieblingsmusikschallplatten. Aber ich gebe mich mit Original Klassisch hier auch zufrieden. Deine Musikschallplatten gefallen mir echt, Bro. Dann gehen wir mal auf Ausrüsten und gehen jetzt direkt mal auf die Ladebildschirme. Hier hat er einige Ladebildschirme am Start. Ich scroll hier jetzt mal für euch runter. Ihr könnt ja stoppen, falls ihr hier irgendwas Krasses sehen wollt oder so. Stoppt einfach das Video, Leute. Aber wir gucken jetzt mal. Sortieren und filtern. Insgesamt 221 Stück. Und wir checken jetzt mal aus. Hat er irgendwas aus Season 3? Komm schon, Bro. Enttäusch mich nicht. Keine Ergebnisse gefunden. Okay, wir gehen mal auf Season 4. Oh, okay. Season 6. Oh, okay. Du hast tatsächlich sehr spät angefangen zu zocken. Aber das hat nichts zu bedeuten, Leute. Das hat wirklich nichts zu bedeuten. Kann ja sein, dass er früh angefangen hat zu zocken, aber irgendwie die Season nicht durchgespielt hat. Egal. Ich lasse mich überraschen. Wir wählen hier einfach mal zufällig aus. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Kondensstreifen. Bei den Kondensstreifen angekommen, sehen wir direkt mal hier ganz viele Kondensstreifen aus der Marvel-Reihe. Hier haben wir das Sturmwolken- und Gewitterstürme-Set am Start. Gefällt mir auch sehr. Und wir gehen mal weiter runter. Natürlich schaue ich jetzt, ob er die OG-Flammen am Start hat. Wir sortieren mal das Ganze. 72 Stück insgesamt. Und wir gehen jetzt auf Season 3. Keine Ergebnisse gefunden. Ist es ein Fehler oder was? Season 4 auch? Season 5? Okay, Season 5 war sein erster Kondensstreifen, der Cashflow. Den wählen wir jetzt direkt mal auf. Ist halt sein seltenster, wie soll ich sagen, Kondensstreifen. Wir gehen jetzt auf die Lackierungen.
Hier hat er Einsen und Nullen ausgewählt, die Matrix-Lackierung, die man kostenlos bekommen hat. Oh, Goosebumps ist am Start vom Travis Scott-Set. Sehe ich auch nicht oft, muss ich sagen, dass sich das nicht viele gekauft haben. Und ihr wisst ja, Travis Scott, das komplette Set, wird selten so langsam. Dann haben wir hier ganz viel wieder aus der Marvel-Reihe. Wir haben Magma am Start aus Season 8. Wir haben hier Glibber am Start und scrollen jetzt einfach mal durch, weil das Ganze ist ja nicht so wichtig, muss ich sagen. Er hat einige am Start, insgesamt 139, und ich bin euch ganz ehrlich, heute wähle ich nicht Magma aus, heute wähle ich Goosebumps aus. Let's go, wie nice ist das denn, Leute? Sieht schon schmackhaft aus hier, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu den Gleitern und checken mal da das Ganze ab. Ich sehe hier keinen Gleiter aus der Season 2, den Siegesgleiter, die Schneeflocke. Marco-Gleiter müsste, glaube ich, auch hier irgendwo sein, sehe ich leider auch nicht. Wir gehen hier einfach mal hoch und ich hoffe, dass ich jetzt nicht enttäuscht werde. Aber Leute, nur weil ich jetzt hier enttäuscht werde oder hier nichts Krasses drauf ist, heißt es nicht, dass der Account schlecht ist. Das wisst ihr natürlich, Leute. Wir sehen hier Koaxial-Blau-Gleiter. Ist ein PlayStation-Gleiter. Das heißt, er spielt auf der PlayStation. Okay. Mega, mega nice. Das heißt, er müsste ja auch einige PlayStation-Skins hier drauf haben. Wir sehen hier auch den Travis Scott-Gleiter am Start. Insgesamt 127 Gleiter, aber nichts aus Season 1. Doch, den Wolkenschlag, der aber später wieder in den Shop gekommen ist. Season 2 ist auch nichts Krasses drauf. Egal, dann gehen wir jetzt direkt zu den Skins. Beziehungsweise, nee, wir müssen die Tänze uns noch anschauen und wählen hier jetzt einfach mal den PlayStation-Gleiter aus. Let's go. Und jetzt kommen wir zu den Tänzen. Und da hoffe ich, dass hier jetzt irgendwas Krasses drauf ist. Er hat 429 Emotes. No way. 429 Emotes. Und wir sehen hier, Windig ist mega lange nicht mehr im Shop gewesen. Das ist krank. Okay, er hat fast so viele Emotes wie ich. Insgesamt gibt es circa 500. Er hat einfach fast alle Emotes. Wir gehen hier durch, sehen hier einen ganz seltenen Item-Shop-Emote. Und wir scrollen jetzt hier einfach mal durch, um uns das alles genauer anzuschauen. Leute, zieht euch das mal rein. Hier sind ganz viele grüne Tänze am Start. Wir gehen hier weiter nach oben und hoffen, dass wir hier auch irgendwas Krasses sehen. Wir scrollen hier ganz schön durch, sehen hier ganz viele blaue Tänze. Okay, gefällt mir. Dann sehen wir hier den Raketendreher. Mega nice Emote. Auch lange nicht mehr im Shop gewesen, Leute. Und ich hoffe, ich sehe hier irgendwas Krasses. Let's go. Hoffentlich ist hier vielleicht OG Zahnseide. Oh, wir können uns mal die Kronensiege anschauen. Let's go. Wie viele hat er? Oh, okay. Das ist ein bisschen mager, ist aber nicht schlimm. Wir sehen hier auch ganz viel aus der Marvel-Reihe, aus der Ikonen-Reihe. Sind hier auch ganz viele Tänze am Start. Let's go. Und jetzt gucken wir mal. Season 1 haben wir nur Elektroschaffel drauf und ein paar andere. Season 2 Battle Pass ist nicht drauf. Wir haben hier nur den Ponyrit, aber leider nicht OG Ponyrit. Season 3 haben wir auferweckt. Hat er hier den Loser-Tanz? Komm schon, Loser-Tanz, bist du am Start? Nein, aber ich sehe hier super Beinarbeit. Auch ein sehr, sehr seltener Item-Shop-Emote. Also du kannst den Party Royale richtig mit deinen Tänzen flexen, muss ich sagen. Holy moly, 429 Emotes. Leider nicht die Battle-Pässe aus Season 2 und Season 3. Ist aber nicht schlimm. Jetzt bin ich aber hyped auf die Spitzhacken. Wir gehen hier mal durch, scrollen hier. Oh, die habe ich... Zwacke? Lol? Woher hat man die bekommen? Ist das eine ganz normale Itemshop-Spitzhacke oder was? Die habe ich ja noch nie gesehen. Holy moly. Dann haben wir hier den Schnitter am Start. Wir gehen hier weiter nach oben. Hoffen natürlich, dass hier irgendwas mega krasses am Start ist. Oh, Minty ist am Start. Gefällt mir. Exklusiv-Spitzhacke. Dann, oh, Diamant-Jack ist auch drauf. Das heißt, er hat die Tarnung und die Spitzhacke vom Travis Scott Set. Dann haben wir hier auch eine Exklusiv-Spitzhacke. Beta-Ranghacke. Musste man auch mit einem Code freischalten. Mega nice. Okay, dann würde ich sagen, wählen wir hier die Travis Scott Spitzhacke aus. Und insgesamt 172 Stück. Let's go. Aber nichts Seltenes oder so OG-mäßiges. Wir gehen auf die Backblinks. Hier scroll ich ganz schnell durch. Haben wir hier vielleicht irgendwas Krasses? Es gibt ja auch einen richtig seltenen Backbling. Ein richtig seltenes Backbling am Start. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hat, glaube ich, 1000 V-Bucks gekostet, Leute. Insgesamt 248 Backblings. Krank. Wir gehen direkt auf die Skins, Leute. Spannende Musik. Und ich hoffe, dass hier jetzt irgendwas Krasses drauf ist. Wir haben insgesamt 257 Skins. Scrollen hier durch. Sehen hier direkt
Psychobandit wird auch sehr, sehr selten zurzeit. Ist ein Exklusivskin. Dann haben wir hier Astro Jack und Travis Scott. Das heißt, er hat das komplette Travis Scott Paket sich gegönnt. Und das wird auch so langsam sehr, sehr OG, wie ihr wisst. Dann ganz viele aus der Marvel-Reihe am Start. Wir gehen hier weiter nach unten. Natürlich haben wir nicht den Schwarzen Ritter, da er den Season 2 und Season 3 Battle Pass leider nicht hat. Wir gucken mal die Banane an. Agent Charlie ist leider nur teilweise in Gold. Nur den Kopf hat er hier in Gold freigeschalten. Wir gehen direkt weiter. Gucken mal, ob wir hier irgendwas Krasses sehen. Hier sind einige nice Skins am Start, wie zum Beispiel die Freestylerin hier. Dann haben wir hier Cobra. Oh mein Gott. Den habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Gefällt mir auf jeden Fall. Oh, dann haben wir hier Pest am Start. Habe ich, glaube ich, bis jetzt auf keinem Account gesehen. Und hier unten sehen wir den Skull Trooper. Leider nicht lila, leider nicht OG. Dann haben wir hier Charlie am Start. Es sind sehr, sehr viele Skins. Ganz viele PlayStation Skins haben wir hier drauf. Aber ich sehe bis jetzt noch hier keinen krass seltenen Skin, Leute. Wir gehen hier einfach mal durch. Nee, wir haben hier aber den World Cup Skin, der anscheinend auch sehr, sehr selten wird und, glaube ich, auch nicht mehr in den Shop kommt. Wir haben hier Limetta, war auch schon sehr, sehr lange im Shop. Aber ich muss sagen, Leute, der Account ist bei den Emotes sehr, sehr stacked, hat auch einigermaßen viele Skins. Ihr könnt mir ja reinschreiben, ob ihr zufrieden wärt mit so einem Account. Ich denke schon, er hat ziemlich viele Skins, hat mega, mega viele Tänze. Damit kann man richtig gut in Party Royale flexen. Ich würde sagen, der Account kriegt von mir eine 7 von 10, einfach weil die Tänze halt so krass sind. Und dann würde ich sagen, eure Bewertung auch in die Kommentare. 1 von 10 ist das Schlechteste, 10 von 10 ist das Beste. Lasst ein Like da. Ich will die 50 Likes auf diesem Video und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Flakes. Ciao.